Oh. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin jetzt mal so ein bisschen durch die Wüste geritten und habe versucht, die Karte ein bisschen weiter aufzudecken. Ja, was mir allerdings, wie ihr ja vorher ein paar Ausschnitte gesehen habt, ein paar Fata Morgan eingebracht hat. Ich habe Dinge gesehen, die nicht da waren und bin in einen Sandsturm geritten. Und nun bin ich hier in eine Stadt angekommen, in der ich schon mal war. Aber wir sehen hier jetzt... Moment, ich muss erstmal wieder an meinen Controller kommen. Als ich hier so durchgeritten bin, hat Bayek auf einmal gestoppt und hat mir gesagt, dass diese Frau da oben ziemlich nah an den Klippen steht. Und dann kam die Quest auf einmal die Braut. Ja, und er möchte jetzt unbedingt gucken, warum sie da oben so steht. Und das machen wir jetzt auch mal. Wer bist du? Was machst du da? Bleib zurück oder ich springe. Du bist nicht der Erste, der mich davon abhalten will. Langsam. Da geht's tief runter, selbst für mich. Das ist mir gleich. Nichts ist mehr wichtig. Ein Skorpion tötete meinen Gatten. Mir ist nichts mehr geblieben. Du könntest den Skorpion, der ihn getötet hat, suchen und töten. Verhöhnst du mich oder bist du nur grausam? Selbst ein bitteres Lachen ist besser als der Tod. Ah, warum kommst du da nicht weg, ha? Wir könnten reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erzähl mir von deinem Gatten. Wir kamen immer hier hoch, um Raya zu beobachten. Zwei von ihnen bauten ein Nest in dem Baum dort drüben. Wir sahen zu, wie sie die Kleinen fütterten. Wir träumten von unseren eigenen Kindern. Und du bist traurig, weil du keine hast. Du machst das nicht wirklich gut, Medjay. Ich fühle mich noch kein bisschen besser. Das wäre auch zu viel verlangt, du. Musst es nur bis morgen schaffen. Dann bis übermorgen. Einen Schritt nach dem anderen. Deine Worte sind richtig. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich will dir etwas zeigen. Ich bin gleich wieder da. Hey, spring bitte nicht. Hier in der Nähe gab es Raya. Dort bei dem Baum. Machen wir die doch mal eben. Wenn er mir jetzt sagt, wo, bei welchem Baum die Reiher sitzen. Hol eine Reiher für das. Sind Reiher am See. See. Wo ist denn hier ein See? Da unten ist doch ein Reiher. Ach, ich hasse das. Ich hab, was ich brauche. Ich gebe der Frau die Feder. Vorsicht, es ist steil. Jetzt hast du plötzlich Höhenangst? Ich habe was für dich. Das ist für dich. Eine Reiherfeder? Warum? Ein Ritual aus Siva. Federn bedeuten uns viel. Nach dem Tod wiegt Anubis unsere Herzen gegen Ma'ats weiße Feder ab. Deines, meines, das unserer Lieben. Ich weiß, was du da tust. Diese Feder ist für die Nachwelt. Dein Gatte wird dich dort treffen, sobald die Zeit gekommen ist. Aber geh nicht überstürzt los. Er würde wollen, dass du lebst und glücklich bist. Ja, du hast recht. Das würde er. Ich will dir für das Geschenk danken. Danke mir, indem du mir den Weg nach unten zeigst. Na schön, Medjay. Du hast gewonnen. Hier lang.
Verzeih. Ich muss dir kindisch vorkommen. Ach, glaube mir. Nein. Ich verstehe deine Trauer. Deshalb wusstest du, was du sagen musst, oder? Hast du auch jemanden verloren? Viele haben geliebte Menschen an die Ptolemäer verloren. Wird es denn besser? Es wird besser. Aber man wird nie der Alte. Ja, das habe ich schon begriffen. Wie heißt du? Ich bin Tuara. Ich bin nicht von hier. Ich komme aus Krokodilopolis. Ich bin Bayek, aus Siva. Was machst du in Soknupayu, Nessos? Du bist aus Siva? Das merkt man. Du bist so nett. Ihr seid gute Leute dort. Ich wollte nicht mein ganzes Leben lang immer nur für meinen Vater arbeiten. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und wir sind durchgebrannt. Wir hatten nicht viel, aber wir waren hier glücklich. Was ist mit deiner Familie? Sie wird dich vermissen. Vielleicht findest du dort Glück. Ich kann doch nicht wieder Teppiche knüpfen. Außerdem wird mein Vater mich nie wieder aufnehmen wollen. Wenige Väter wenden sich von einem Kind ab, das sie verloren glaubten. Leoparden! Bayek! Was? Bleib weg! Achso, Leoparden. Oh, oh, oh. Ja. Geschafft. Bei Sobek! Ich dachte, wir sind tot! Bist du verletzt? Nein, aber das war furchtbar. Hat man ihn vor Augen, ist der Tod nicht sehr erstrebenswert. Ich will wohl doch lieber leben. Ha, jetzt will sie leben. Ach, das ist gut. Aber wir sollten gehen, ehe die Kadaver Hyänen anlocken. Kannst du mich bitte zum Hafen bringen? Sonst noch was? Weißt du nun, wo du hin willst? Ich suche den Skorpion, der meinen Mann tötete. Nein, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich gehe nach Süden. Vielleicht ja sogar auch nach Krokodilopolis. Ich wollte schon immer gerne am Theater arbeiten. Hier gibt es viel zu viele Erinnerungen. Springst du drauf? Vergiss deine Familie nicht. Dein Vater wird dich sicher vermissen, glaub mir. Na, guck mal, das ist doch schön. Dass wir eine junge Frau vor den Tod gerettet haben. Zweimal sogar. So, da sind wir am Hafen. Wow. Da wären wir. Kommst du zurecht? Danke, Bayek. Ich werde diese Feder behalten und gegen mein Herz abwiegen. Geh du Heldentaten vollbringen. Mach's gut, Tua. Wunderbar. So, jetzt wollte ich genau weiter gucken. Ich bin nämlich hier. So, hier bin ich nämlich jetzt so durchgeritten, hier durch... Hier so einmal so rum. Hier war der Sandsturm. Und hier fing ich dann so an, so langsam so Fata Morganen zu sehen. Erst ein Mädchen mit Blumen, wie ihr ja gesehen habt. Ich habe die Ausschnitte ja vorne drauf spielen lassen. Dann hier habe ich einen brennenden Busch gesehen. So wie hier bei der hier mit Moses da. Ja, hier hatte ich dann gedacht bei der Oase, dass das auch eine Fata Morgana ist, war es aber nicht. Und dann wurde ich ein bisschen von Banditen gekillt, also musste ich dann wieder anfangen. Und dann habe ich hier den Sandsturm gehabt und ja, dann habe ich mir gedacht, in der Wüste gibt es sowieso nichts. Ja, jetzt war ich ja hier auf der Durchreise. Ich wollte hier einmal so durch. Jim. Und das mache ich jetzt auch. Indem wir der Straße wieder folgen. Was haben wir denn da?
Ach so, nicht wichtig. Es ist schon interessant, dass... Oh Gott sei Dank, ich habe die Katze nicht getroffen. Dass noch ein paar Sachen aufploppen, wenn man einfach so hier durchreitet. Ich finde das gut. Oh. Ich habe gestern auch so ein Video gesehen. Da stand drinne. Also, da hat man gesehen, wenn man... Man kann die Katzen zum Beispiel streicheln, wenn man sich hinhockt. Wenn man den Adler... Also, wenn man auf Senno geht und dann irgendeine Tastenkombination drückt, dann macht die so eine... wie heißt das? So eine Fassrolle? Ich glaube, so heißt das, oder? Ja, Leichen kann man wegwerfen. Was war da noch? Ja, und wenn man jetzt hier, genau, wenn man jetzt hier so eine Dingens verfolgt, dann kann man gleichzeitig Senno rufen und dann kann man hinterherfliegen. Also kann man mit Bike hinterherfliegen. Und ich sehe da hinten auch schon Gefahr für uns. Oh. Oh, scheiße. Das war kacke. Aha, hier ist aber nichts. Wie wir sehen, ist hier nichts. Oh Gott, Bayek. Breite. Scheiße. Das ist das Ziel. Du kannst nicht mehr. Oh mein Gott. Ich muss weiter. Halte den Gegner auf. Ich muss weiter. Oh, fuck. Senno ist jetzt nicht verfügbar, solange wir verfolgt werden. Das kann uns da vollkommen egal sein. Senno greift gerade an. Braves Mädchen. Und wir flüchten. Könnte ja auch hier so durch, ne? Ah. Ich weiß aber nicht, wie man diese... Guck mal, wir kommen an so eine Statue vorbei. Die machen wir erstmal kaputt. Und ja, kreuzigte Männer. Oh Gott. Wie schlimm, ey. Die Bade muss irgendwo in dieser Festung sein. Du da, halt! Wer muss da sein? Hier ist jemand drin? So scheiße, guckt euch das mal an, da unten hängen sie. Ach du Scheiße. Oje, oje, oje. Hier muss einer in der Feste sein. Wow. Stimmt, ich habe ja hier... Ich habe da noch eine Quest. Gefahr im Verzug. Ja, Gefahr im Verzug. Hier sind die Dinger. Und da unten war auch... Ach ja, 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 ja. Ja gut, wenn ich jetzt schon mal in der Nähe bin, dann kann ich mich auch drum kümmern. Na gut, dann steigen wir mal ab. Senno, macht das mal eben klar. Okay. Verteidigt. Ja, wie gehe ich da jetzt durch? Boah. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll am besten.
mal. Oh, Scheiße. Du hättest nicht herkommen sollen. Bleib hier. Boah. Den Wagen soll ich zerstören? Ach du Scheiße, guck dir das mal an, wie der da hinten schon läuft wieder her. Ugh. Was sind das, Giftpfeile? Oh Gott. Jetzt müssten alle vergiftet sein. Das ist nämlich auch so ein Trick, den ich in dem Video gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ich wusste es jetzt zum Beispiel nicht. Dass wenn man Giftpfeile oder Schlafpfeile ins Feuer wirft, dass dann alle, die in dem Umkreis von dem Feuer sind, halt vergiftet oder schlafen. Also vergiftet werden oder dann halt schlafen. Oh, einer ist auf jeden Fall schon mal tot. Das ist wunderbar. Und sobald er dann nämlich abkratzt, kann ich mich um diesen Wagen da kümmern? Oh Gott. Er kommt hier hoch. Jetzt geht er wieder runter. Da ist niemand zum Befreien drin, der mir vielleicht helfen könnte. Was geht hier vor? Wer das getan hat. Du sollst erstmal sterben. Das ist jetzt gerade erstmal wichtig. Maschine steht in der Schwarzwälder Zitadelle ein. Okay, ich rutsche mal erstmal hier mal ein bisschen weiter rum. Okay. Ist der endlich tot? Nee. Boah, wie viel Leben hat der denn, der Typ, ey? Guckt euch das mal an, da hinten ist er. Den, den ich haben will. Was ist das? Oh nein, Scheiße. Was für eine Verschwendung. Hey, hast du das gehört? Sei wachsam, Bruder. Uns überrumpelt heute nichts. Alarm! Hier drüben! Sich in der Festung verschanzen. Wir belagern sie und hungern sie aus. Eine sehr gute Idee. Los, 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 komm her. So, ich habe den vergiftet. Gibt es Neuigkeiten aus Sieber? Nein, ich schicke eine Patrouille, um Kontakt aufzunehmen. Hauptmann Adras ist vermutlich mit dem Leichenverbrennen beschäftigt. Der Nepp ist tot! Er ist tot. Beschützt den Kyrios! Geil. Alarm! Aufpassen! Hier stimmt was nicht. Ja, das gleich stimmt da. Was Durchhalten. Nicht. Durchhalten! Uns überrumpelt heute nichts. Los, stirbt mal alle. Damit ich einmal runtergehen kann, um den Tod zu bestätigen. Irgendwas ist hier. Ne, da kommt keiner. Wir sind eine Mauer! Der Nächste hat ins Gras gebissen. Sehr schön. Wer auch immer glaubt, er könne es mit uns aufnehmen, wird sich noch umgucken. Du wirst bluten. Hörst du? Naja, treibt euch mal immer weiter da drin rum. Beschützt den Nepp! Alles schön vergiftet. Hier kommt keiner lebend raus. Aber niemals. Ich brauche den. Der Große muss abkratzen. Ich
den Großen jetzt anspringe. Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Hast du was gehört? So. Der stirbt jetzt auch erstmal langsam. Da ist sonst keiner mehr. Und den Wagen muss ich, glaube ich, klauen gleich. Das wird kein Problem sein. Ich springe da jetzt gleich runter, bestätige den Tod. Muss ja eigentlich so funktionieren, wie ich das will. Jetzt die Karren zerstören. Genau. Zerstören, sagt er. Treibt sich hier unten noch einer rum? Nö. Soll ich die jetzt zerstören oder reicht das, wenn ich die jetzt an... Hey, was? Fuck. Stirb, du Sau! Ich habe doch Brandbomben. Reicht das? Jawohl, das reicht. Das war einer. Jetzt zur Nummer zwei. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo ich hin muss. Ja, da hinten. Ja gut, ich wollte jetzt hier erstmal weiter reiten. Hier so, tschuck, hoch. Dafür klaue ich mir jetzt einfach mal einen Gaul. Und reite los. Gebt den Weg frei! Ich weiß nicht, wohin. Ich spreng dich um! Hab dich! Ich weiß nicht, wo... Ach so, da. Nein, auch nicht. Aha, hier so durch? Okay. Ah. Oh. Stimmt, diese Karren, die hatte ich ganz vergessen, ey. Macht jetzt voll den großen Umweg. Aber egal. Ach ja. Was liegt da? Achso. Steinböcke, Ziegen. Es sind Steinböcke. Ziegen sehen anders aus. Was leuchtet denn der eine Stern da hinten so hell? Das ist auf jeden Fall nicht... Guck mal da. Einer leuchtet ganz hell. Was ist das denn? Das könnte der Nordstern sein, aber... Nee, die sind alle so unterschiedlich. Aber der ist ja extrem. Hoch, habe ich mich erschrocken. Sieht hier aus wie im Grand Canyon, ey. Naja. Ach ja.
Ich habe das Gefühl, es kommt jetzt irgendwas auf uns zu. Nee, hier sind nur wieder so Ziegenhirte. Ja. Ich komme an so einem kleinen Dorf entlang. Okay. Oh. Warte mal, könnte das da oben vielleicht einer von diesen Sternkreisen sein? Oh. Ha. Wann der Baum? Ach, da ist der Baum. Nee, leider nicht. So ein komischer Ort hier. Oh, nichts Interessantes. Ach, Straße verfolgen nicht verfügbar. Toll. Gehe ich halt wieder zurück auf die Straße. Dann kannst du dir auch folgen. So. Na gut, Leute, ich sag jetzt aber auch erstmal tschüss und reite mal die zwei Städte durch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.